Na gut, dann nicht. So, jumpen wir noch mal. So, noch 15, 15. Cash gibt es noch, wenn wir da hochgehen, hier. Auf diesem Haus ist Cash. Und da kommen wir von der Seite. Oh, dahinter, dahinter sehe ich noch 5er. Ey, wenn ich so schnell 25 Euro sammeln könnte, dann wäre ich den ganzen Tag am Farm. Im Real Life. Hinter Mülltonnen, auf Dächern. Ich liebe das Geräusch. 10 Geld ist noch. Jumpy. Okay, ist kein Geld. Wie komme ich da hin? Ach, von dem Haus nach. Damn it! Vielleicht gibt es hier noch einen 5er. Sorry für den Mikro-Tick. Jump. Jumpy. Torben ist ein Meister. Flatter. Ach, den kann man nicht destroyen. Destroyed. No, no, no. Dreh doch die Cam mit Z. Dann esse ich gern Baguette. La, 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 la. Alter. Ja, oh, so, besser. Rolling. Gut, das ist mein Z. Was willst du? Ich habe nichts geklaut, das ist alles legal. Komm schon, 5er. Blöde Farmerei. Selbst bei so einem RPG muss man... Es ist eigentlich ein Adventure. RPG ist was anderes. Aber irgendwie spiele ich ja schon eine andere Rolle. Trotzdem kein RPG. Na, 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 na. Was steht da? Allwissende Brüder, schon Klugscheißer. Nein, danke. Ich will nichts mehr anvisieren, Dankeschön. Ist auch kein Cash, oder? Lol. Nee, also da komme ich nicht hoch. Hm, dann würde ich sagen, gehe ich mal jetzt in das Haus da rein und springe nochmal über die Brücke. Da gibt es ja nochmal 5. Und dann haben wir das auch zusammen. So lange gedauert, aber... Ich kann da nichts für. Wir brauchen nur 40. Wow, Cash. 1. Voll vergessen, dieses Zimmer hier. 5. Ja, vielleicht gibt es noch schönere Sachen als Cash. Vielleicht ja noch ein Herz. Danke, aber ich habe noch nicht mein Herz verloren. Was soll ich damit? Oh, nochmal 5. Na toll. Dann hätte ich 6 gar nicht fahren müssen. Egal, das Geld ist ja nicht weg. La 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 la. Mich irritiert es eigentlich, dass sie dafür, für die Map unten, so ein komisches, weißt du? Das irritiert mich so ein bisschen. Halt, dass man gelbe und rote Pfeile hat, anstatt, was weiß ich, ein Linkkopf oder so. Da, 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 da. Wow, wow, wow. Nein! Die bieten auch immer einen noch was an. Möchten Sie noch Einlagen zu diesen Schuhen kaufen? Nein, möchte ich nicht. Aber die scheinen sinnvoll zu sein. Kein Plan. So. Okay, Schild. Bevor du zum Dekobaum darfst, musst du dich zunächst mit einem Schwert und einem Schild ausrüsten. Hey, was ist das? Du besitzt ein Dekoschild und auf deinen Rücken trägst du ein Schwert. Unglaublich. Es ist in der Tat das Kokiri-Schwert. Heiliger Deko. Wie dem auch sei, ein Weichling bleibt immer ein Weichling. Ich werde dich niemals als einen von unseren akzeptieren. Wie kann es so sein, dass erst Salia und dann auch der Dekobomb so viel Vertrauen zu dir haben? Ja, komm, komm, ja. Spast, Alter. Ich bin die Rettung, sogar für deinen Arsch, also nerv mich. Spast. So, wir können das Schild benutzen. Ach du Scheiße. Autsch! Das war schön halbiert und...
Stick. Mit dem können wir auch schlagen und den, der lässt sich halt... Der ist halt brennbar. Das ist der einzige Vorteil, soweit ich weiß. Vielleicht machen wir ein bisschen mehr Schaden, aber so sicher bin ich mir auch nicht. Oh, nicht die Geschichte, bitte nicht. Dekobaum, ich bin zurückgekehrt. Oh, Navi, du hast deinen Auftrag also erfüllt. Sei willkommen, Marlon. Höre nun die Worte, die ich, der Dekobaum, dir zu sagen habe. Die vergangenen Nächte müssen für dich ruhelos und von finsteren Träumen geprägt gewesen sein. In diesen Tagen, da die Diener des Bösen zu neuer Stärke gelangen, werden die Auserwählten von Albtraum geplagt. Dies ist auch dir widerfahren. Marlon, nun ist die Zeit für dich gekommen. Was? Nun ist die Zeit gekommen, da es gilt, deinen Mut zu prüfen. Ein Fluch lastet auf mir. Deine Jugend und Kraft sollen mir helfen, den Fluch zu brechen. Hast du den Mut, diese Prüfung auf dich zu nehmen? Nein. So sei es. Tritt ein, tapferer Marlon. Und auch du, Navi. Navi, holde Fee. Unterstütze Marlon. Und du, Marlon, höre auf. Höre mit. Pfeiltaste nach oben. Navis Worte. Denn es sind Worte der Weisheit. Okay. Hey, cool, es gab doch keine... Blatsch! Metzel. Man läuft rückwärts übrigens schneller als vorwärts. Das ist total bescheuert, aber es ist so. Dekobaum, im Dekobaum. Ah, Quellbrunnen. So, was haben wir hier? Mhm. Ah ja. Understood. Monster, eine Kletterwand. Gummigeflecht. Ja, Navi nervt mich. Boah. Sieh dir diese Wand an. Vielleicht kannst du ja den Pflanzen hinaufklettern. Nee, glaube ich nicht. Oh, was ist das? Tatsächlich. Wer hätte damit gerechnet? Also ich nicht. Schauen wir uns weiter um. Hä? Da gibt's ein Hort, da ist eine Tür und da ist eine Schatzkiste. Ja, Dolf. Das Masterschwert. Oder was ist drin? Die Labyrinthkarte. Drücke Start, um den Kartenbildschirm auszusehen. Dings. Blaue Römer, hast du schon die anderen? Hast du halt nicht. Okay. Spring. Schön. Was haben wir denn hier für eine Tür? Oh. Um eine Tür zu öffnen, stelle dich genau davor und drücke A. Achte auf das blaue Aktionssymbol. Es befindet sich am oberen Bildschirmrand. Drück zu. Ach du Scheiße. Du Spacko. Vergebung, Herr. Lass du mich gehen. Lässt du mich gehen, dann werde ich dir ein Geheimnis anvertrauen. Springst du aus großer Höhe und drückst bei der Landung den nach vorne. Dings rollst du dich ab und linderst so den Aufprall. Allerdings kann ich nicht wirklich garantieren, dass du dies bei jedem Absprung Höhe klappt. Probier es einfach aus, wenn du den Mut hast. Ich verschwinde. Wieso beschießt du mich? Das fand ich gemein. Egal, weiter. Nächste Tür. Okay. Und schon wieder eine Truhe. Du hast eine MP5 erlangt. Nee, sowas ähnliches. Die Feenschleuder. Im Gegenstandsmenü kannst du sie Dings oder platzieren.
zu benutzen, halte C, um zu zielen. Mit Dings kannst du los, um die Deko-Kerne abzuschießen. Wenn du sofort schießen willst, hält er etwas länger gerückt und lass dann los. Okay. Plump. So, wir haben hier einmal Sticks und hier haben wir einmal... Moment mal, ich wollte die auf die untere Taste haben. Unten. Danke. Stomp. Plop. Und schon haben wir das nächste Item. Die Feenschleuder. Die können wir nur als kleines Kind sozusagen benutzen. Weil, wenn wir groß sind, ist das einfach nicht cool genug. Aber darauf kommen wir sicher nochmal zurück. Anvisieren können wir die so und dann einfach abballern. Alter. Gekillt. Mein Controller ist sehr sensibel, deswegen muss ich da echt aufpassen, wie ich da Watt mit drücke. Moment, oben war noch einer. Da. Bisschen weiter höher. Noch. So. Ne. Da, 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 da. Ne. So. Matsch. Matsch finito, ein Topf. A la Dab Art. Ich würde sagen, ich mache jetzt den Tempel hier noch fertig. Das geht schnell, vielleicht 20 Minuten max. Und dann beende ich auch erstmal. Es ist einfach ein bisschen zu spät, um weiter aufzunehmen. Vor allem kann ich durch meinen Bauch gucken. Ich höre schon wieder einen Gegner. Oh. Du bist nett. Ich mag dich.